See wie ich hier stehen würden, dann könnten Sie das spüren. Die Bauma ist eine Messe der Superlativen. Tatsächlich ist es die größte Messe der Welt. Und die 17 Hallen und die riesigen Freiflächen hier, die sind voll mit Baumaschinen, Baufahrzeugen, Bergbaumaschinen, Baustoffmaschinen, Kränen, Baugeräten aller Art. Die größte Messe, die ich je besucht habe. Das Erstaunlichste sind natürlich die Tiefbaumaschinen, die man so als Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht sieht. Kontakte, reine Kontakte. Ja, die großen Maschinen, ganz klar. Weil Fahrzeuge, die größere Reifen haben, als ich groß bin, einfach faszinierend sind, oder? Über eine halbe Million Menschen aus 200 Ländern kommen in dieser einen Woche hier nach München. 3500 Hersteller zeigen ihre neuesten Entwicklungen. Das Problem daran ist, in Deutschland darf die Maschine nicht höher als 4 Meter sein. Wir haben es geschafft, bei dieser Entwicklung auf 3,98 Meter zu kommen. Wir sind natürlich immer im stetigen Kontakt zu unseren Kunden, mit den Bauunternehmen. Und eine Anforderung ist zum Beispiel, einen leichten Vibrationsdampfer zu haben. Deswegen wiegt er nur 30 Kilogramm. Wir finden für Sie die Highlights, sprechen mit Herstellern und berichten täglich. Also seien Sie mit dabei.